Mit großem Aufwand hat die Wismut GmbH seit Anfang der 1990er Jahre Kunstwerke aus Betrieben, Ferien- und Kureinrichtungen der vormalig sowjetisch-deutschen Aktiengesellschaft Wismut gesichert. Entstanden ist die größte und wichtigste Unternehmenssammlung mit Bergbaumotiven in der ehemaligen DDR. Die Sammlung Kunst im Bergbau enthält insgesamt 4.192 Werke von Willi Sitte, Wolfgang Peuker, Johann Heisig, Michael Morgner, Veit Hofmann oder Bernhard Heisig. Rund 100 davon sind ab Sonntag in der Zwickauer Galerie am Domhof zu sehen. Einblicke. Ausgewählte Werke der Wismut Kunstsammlung lautet der Titel der neuen Sonderausstellung in der Galerie am Domhof in Zwickau. Zu sehen sind rund 100 Werke aus der einzigartigen Sammlung der Wismut GmbH, die sage und schreibe 4.200 Einträge umfasst. Eine Auswahl zu treffen war natürlich schwer. Die Galerieleiterin hat diese Herausforderung aber mit Bravour gemeistert. Also wie das heutzutage ist im digitalen Zeitalter, haben wir der Frau Hortenbach mit ihrem Team die Möglichkeit gegeben, Zugriff auf unsere Datenbank zu bekommen. Und die konnte freizügig, ohne Einschränkung, jegliche Kunstwerke auswählen, kombinieren. Und Sie sehen, wenn Sie hier rumgehen, wie interessant das geworden ist, dass fast alle Maltechniken vertreten sind, die bei uns in der Sammlung sind. Circa 85 Künstler werden ausgestellt und so circa, ich sag mal, 100 verschiedene Werke. Und ich sag mal, die Sichtweise hier in der Galerie am Domhof, also finde ich ganz toll, wie sie präsentiert werden, wie sie gestellt werden, gibt es völlig neue Beziehungen. Und es sind auch Sachen dabei, die noch nicht ausgestellt wurden. Die Schnitzereien von schlesischen Bergleuten, die hier in der Mitte stehen, die wurden so noch nicht gezeigt. Oder Klischeedrucke am Eingang, die wurden überhaupt noch nicht zur Ausstellung präsentiert. Aber die haben ja was Erzgebirgisches, die sind ja fast wie ein Schwibbogen, wenn man das so nimmt. Ne? Und das sollen halt Einblicke sein, welche Breite die Sammlung hat. In ihren Beständen finden sich Arbeiten von mehr als 450 verschiedenen Künstlern. Oftmals handelt es sich um Auftragskunst im Stil der jeweiligen Zeit, die jedoch durchaus nicht immer unkritisch ist. Mit Auflösung der SDAG Wismut kam die Sammlung 1990 nach Chemnitz. Aus der Region ein bekannter Künstler, Jürgen Scheini, hat da über 20 Jahre als Zirkelleiter in Gera gewirkt und hat natürlich dazu beigetragen, dass die Sammlung auch so entsteht. Und der Ex-Kustos, der leider verstorben ist, Rolf Düsedau, hat dort natürlich alles dran gesetzt, so die Werke inhaltlich zusammenzubringen, Plenärs zu organisieren, Kontakt mit den Künstlern zu halten. Und unterm Strich, das muss erhalten werden. Auch aus historischen Gründen. Die Sammlung der Wismut GmbH gilt als die größte eines früheren DDR-Unternehmens. Die SDAG Wismut ist ja ein sehr großes Unternehmen in Regionen gewesen, Sachsen, Thüringen. Und die Anzahl der Beschäftigten, die dort waren, verschiedenste Einrichtungen, Gesundheitswesen, alles, was es gegeben hat, auf den Schächten, in den ganzen Bergbaurevieren. Dort wurden ja Gebäude, ich sag mal, ausgestaltet. Die Schachteingänge hatten ihre typischen Bilder, in den Büros, in den Kulturhäusern und so weiter und so fort. Also die Dimension, wie viele Gebäude und Liegenschaften bei Wismut waren, das muss man sich noch mal genau aneignen und nachlesen. Und jetzt haben wir ca. 4.200 Stücke in der Sammlung mit größten Anteil Radierung, Grafiken und Ähnlichem. Das war im Bestand. Das ist noch nicht alles. Es sind Liegenschaften aufgelöst worden, wie sie stehen und liegen. Es sind Objekte der Gewerkschaft verkauft worden. Treuhand hat teilweise mitgewirkt, andere haben mitgewirkt. Also am Ende ist die Wismut, wieder in alle Richtungen hat sie sich aufgelöst. Und der Teil, der jetzt hier besteht, ist der Teil, der sanierungsrelevant ist. Und da sind halt diese 4.200 Werke, Gott sei Dank, durch kluge Entscheidungen erhalten worden. Fast die Hälfte der Sammlung hat einen Bergbaubezug. Es gibt Bergbaulandschaften, Untertagesszene und Porträts. Gezeigt werden aber nicht nur Motive aus dem Alltag der Bergleute, sondern auch Werke, welche die gesamte Bandbreite der Wismut-Kunstsammlung repräsentieren. Von Landschaftsmalerei über Tierdarstellungen bis hin zum klassischen Stillleben und Akt.
Namen wie Willi Sitte und Werner Tübke sind ebenso vertreten wie Bernhard Heisig oder der 1998 in Zwickau verstorbene Bauhauskünstler Albert Hennig. Die Ausstellung steht auch in Zusammenhang mit der Stadtgeschichte. Seit 1950 wurden in Krossen Uranerze verarbeitet und aufbereitet. Zeitweise mehr als 2.500 Menschen arbeiteten in dem Betrieb. Einige finden sich in der Ausstellung wieder. Also man sieht bei Porträts Leute, die dort, sag ich mal, als Bergarbeiter schlechthin abgebildet wurden. Aber es sind auch Kollegen dabei. Ob die nun in der Aufbereitung speziell beschäftigt waren, weiß ich nicht. Aber man findet Motive wieder. Auch aus Ronneburg und dem Erzgebirge. Die 12 scherenschnittartigen Klischeedrucke im Erdgeschoss sind 1966 im Zirkel für bildende Kunst vom Wismutschacht Aue-Alberoda entstanden. Man sieht, wie vielfältig die Verquickungen der einzelnen Regionen sind. In Zwickau hat die Wismut das Erbe des Steinkohlenbergbaus fortgesetzt. Mit dem Zeigen der Wismut Kunst in der Städtischen Galerie schließt sich der Kreis wieder. Die Frau Hortenbach kam auf die Idee und hat sich bei uns gemeldet, das muss man so sagen, die Stadt Zwickau. Und da waren wir ganz froh, dass wir es, sag ich mal, ohne großen Aufwand, ohne große Mittel, bescheiden, in so einer schönen Qualität hinkriegen. Und da nochmal recht herzlichen Dank dafür an die Frau Hortenbach und an die Stadt. Am Sonntag um 11 Uhr wird die Ausstellung musikalisch eröffnet. Zu sehen sind die Einblicke in die Wismut-Kunstsammlung bis zum 26. März. Dienstags bis sonntags von 13 bis 18 Uhr.